Liebe Gemeinde, willkommen zurück mit unserer Crew an Bord der Fortsetzung. Wir haben ein voll aufgestocktes Schiff, zahllose Pöbel, das im Krähennest, und wir gehen jetzt Ärsche treten. Setzt die Segel. Wer muss schon gute Laune? Gute Laune ist immer gut. Töten! Luft, vorderes Segel. Luft gebootet gerade. Wir gehen jetzt einen weiteren Anlauf machen darauf. Das ist besser als die Obfiebs gerade. Wir gehen einen weiteren Anlauf darauf machen, diese Elendingsgette in der Nähe von Sharkbait Cove zu besiegen, in den Endstalls. Yay. Dieses Mal ohne, dass wir überhaupt irgendwie sinken, auch nicht danach, nicht davor. Und erst recht nicht währenddessen von Megaldon auf eine Insel geschubst werden. Mal schauen, wie erfolgreich das wird. Hey, guck mal, Fässer. Wo sind Fässer? Sind wir schon dran vorbei? Oh, schade. Weit, weit. Was wir noch nicht haben, ist eine Karo-Flagge, Gäst. Hallo! Was? Wollen wir nicht die Bündnisflagge hissen? Ja, dann machen wir das. Ich glaube, das ist sinniger bei dem, was wir vorhaben. Definitiv. Wir streben gerade hauptsächlich nach dem Erfolg, dass wir in einer Flotte mit den Segeln, die wir hier gerade haben, die Ancient Isles Segel sind das, die Ancient Isles Flotte besiegen. Soweit ich das mal mitbekommen habe, muss wahrscheinlich jedes einzelne Schiff der Flotte dann damit ausgestattet sein mit dem Segel. Ich bin der König der Welt! Das heißt, hoffen wir einfach, dass irgendwas die Leute, welche auch immer wieder antreffen. Ist das etwa schon der Zeus auf unserem Weg? Da ist eine Brigantine. Na. Ich bin König und ich befehle, dass wir nach Korsika fahren, Flachkörper tun. Ja. Wir fahren wieder in die Richtung eines Sturms, oder? Ja, wir müssen da wahrscheinlich mitten durch. Ich weiß nicht, ob wir einen Weg drum herum kriegen, um unsere ganzen 4 Milliarden Pulverfässer vor Zeus zu beschützen. Aber ich sehe keinen Weg drum herum. Ich versuche mal, ob wir auf dem... Ich weiß es nicht. Jetzt könnte man meinen Appetit nicht mehr verderben. Darf ich den mal ein Ahoi rübergeben? Gib den immer ein Ahoi rüber. Nein, keine Musik. Wir wollen nur am Sturm vorbei. Das ist alles, was wir wollen. Wir wollen da einfach nicht rein müssen. Ahoi! Wehe, die versuchen uns zu rammen. Ich sage ihnen auch, dass wir freundlich sind. Die Frage hat sich gerade geklärt. Okay, die sind nicht freundlich. Wenn du die Kanonen nicht geladen, was machst du da? Ich ignoriere die einfach mal. Wir killen Boss. Das sind so Fünfjährige. Wisst ihr was? Versenken wir ein paar Fünfjährige. Yippie! Hinteres Segel hoch. Da. Warte, ich muss mich erst ausstatten. Ja, ich kümmere mich ums hintere Segel. Andererseits ignorieren wir ein paar Fünfjährige und gehen am Sturm vorbei. Oh. Wir sind unsere Zeit nicht wert und ich möchte nicht, dass wir gleich Pulver fast bum bum spenden. Bum bum und wegmachen müssen. Pulverfass bum 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 bum. Zeus, geh weg! Du kannst nicht mit. Wir gehen gerade mitten durch den Sturm durch, nicht wahr? Mhm. Ah. Wer interessiert Spam? Du kannst eigentlich nur all unsere Geschütze schon mal durchladen, für wenn wir gleich ankommen. Hi! Ihr wurde gewählt, um zu lenken, ihn umzulenken, ihn umzulenken. Haha, als ob es geschafft die Hälfte meines Brötchens freihändig zu essen. Freihändig? Was? Ich könnte jetzt was sagen, aber das wäre für die Aufnahme echt unangebracht. Genau, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Wir brauchen mehr Segel im Wind. Wir wollen so schnell wie möglich von Zeus weg, bevor er uns unter seinen Bolzen der Liebe hinterher schickt. Immer schön die Segel im Wind halten, egal wie ich jetzt drehe. Also, du sollst doch.
Nein, ich versuche es nur nicht an die Rote See hineinzulenken. Ich sehe den Nachteil in dieser Idee. Ach so, ja, ja, okay, gut. Dem pflichte ich bei. Das da vorne ist Discovery Ridge, das heißt, wir müssen jetzt nach Südosten. Discovery Ridge, ja? So. Verfolgt die Brigantine uns eigentlich, oder? Moment, ich kletter in den Ausguck und überprüfe dieses. Ich habe mir schon mal die Kanonenkugeln für gleich geholt. Stimmt, ich sollte es auch holen. Boah, weißt du, was lustig wäre? Was denn? Nein, sie haben das weitergesucht übrigens. Bra. Wenn wir den Allianznamen selber aussuchen dürften. Das wäre sehr nett. Dann sind wir natürlich die spanische Inquisition, das ist ganz klar. Oder wäre es Darth Revan oder so ein Scheiß. Einmal was total Sinnvolles. Die Unwissenden von Darth Revan. Ja! Bitte nicht! Oder die Geschichte des Darth Plagueis. Das weiß ich. Nein! So. Runter. Und wieder rauf. Und Discovery Rüttger. So. Wir müssen im Westen von Tarkbet Cove. Wo wir also gerade perfekt unterwegs sind. Ja! Ist irgendwas an Schiffen voraus? Nee. Moment, ich überprüfe dieses. So erwarte er meine Antwort. Sieht momentan nicht sehr schiffig aus da vorne. Okay, das ist die Arschlochinsel, auf der wir gestern von Megalon drauf... Ne, das ist das Kapitel. Die Arschlochinsel da vorne, das ist die Arschlochinsel, auf der wir von Megalon geschubst wurden. Lass sie verbrennen. Ja, ich wie heißt sie? Wir müssen ihr einen Nicknamen geben. Ich muss dich leider enttäuschen, Eisen. Das sieht echt mau aus. Na dann, reinzutümmel. Ja, wir werden sterben. Ach was, wir können uns wahrscheinlich mit zwei Schiffen messen, wenn wir intelligent vorgehen. Achso, warte mal. Auf eine Insel! Ich wurde ja gerade von einer Kugel getroffen. Da werde ich doch mal eben schnell einen Bananenspartrot anfordern. Nein, ist lieber eine Banane. Wir haben 100 Bananen. Du musst keinen Tod machen. Ach so, wir sind jetzt schon da, oder was? Ja, so gut wie. Ja, okay, dann ist das blöd. Ich dachte, wir hätten noch ein bisschen Zeit. Ja, außerdem haben wir 100 Bananen. Da kannst du dir eine Banane essen. Und wenn du gleich die feindlichen Schiffe entern darfst, dann kannst du auch ohne weiteres vorne aus dem Bug im Mitteldeck Bananen klauen. Die haben da welche. Ach, haben die? Ja. Genauso wie im Mitteldeck hinten Kanonenkugeln zu kriegen sind. Und im Unterdeck gibt's... Es geht los. Kann ich mein Brot wegpacken? Ja. Hinteres Segel hoch. Moment. Backbord. Ich gehe direkt auf Rammkurs. Ja, die gehen gleich erstmal ein bisschen auf Entfernung und ich versuche uns direkt so ranzukriegen, dass wir verhindern, von denen beschossen zu werden. Soll ich gleich wieder so ein Pulverfass nehmen? Ja. Ulala. Hey, was taut ihr Affen? Gehen wir mal ganz kurz unter Deck und holt das Kanonenkugel und schon sind sie weg. Jetzt sind wir eben kurz abgetaucht. Wir gehen wieder ein bisschen weiter. Also wir sind in der richtigen Region unterwegs, denke ich. Ja, sonst wären die ja nicht aufgetaucht. Ne? Oh, hey, guck mal, da hinten ist ein Schiffswrack. Da kläffen die Hunde erstmal vor Elend. Ja. Okay, gehen wir ein bisschen tiefer in das Gebiet rein. Von das Shark Bay Cove, das heißt, wir sind jetzt hier im Westen von Shark Bay Cove. Mhm. Neat. Da können wir hinten wieder hoch machen. Und auf Cruise-Geschwindigkeit hoch runter gehen. Hi. Wo tanzen die rum? Zeigt euch, ihr Lappen! Wir kreisen jetzt hier einfach. Ich habe das Rad angeschlagen gelassen. Das
Vordersegel gibt uns dann ein bisschen Geschwindigkeit. Fahr mal in diese Formation rein. Alles klar. Das sind die da sind die doch immer meistens. Das ist, wo wir denen bisher immer begegnet sind, das ist wahr. Ich hab kein Wasser mehr, ich bin traurig. Oh. Zum Beispiel heute Morgen kein Wasser mehr, ich bin voll dehydriert bis auf den Tier, den ich gerade getrunken. Gut, hintere Segel kurz mal runter. Und wir müssen ein bisschen Schub reinkommen in die ganze Angelegenheit. Hey. Ja. Wir haben Gegenwind, ne? Naja. Hallo, Freunde! Ja, eigentlich schon. Ich glaube, es wäre sinnvoll, den Segel gerade zu halten, aber es ist gerade nicht so wichtig. Ich sagte, wir brauchen die Hupe. Ich glaube auch. Das ist vielleicht Latino-Skelette, die sich davon provoziert fühlen. Kommen so alle acht gleichzeitig raus. Bratz, 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 bratz. Also, sobald wir irgendwo ein Schiffsauftauchgeräusch hören, sofort das hintere Segel hoch. Okay. Was zum Henker tust du da? Wer tut was? Okay. Hinter Segel hoch. Segel hoch. Der Spaß beginnt. Wahrscheinlich werden wir gleich folgen, weil gleich, wahrscheinlich tauchen die gleich beide neben uns auf, einfach. Das wäre übel. Kommt dann wo? Wir tauchen auf. Steuerbord, ja. Feuer. Okay, Winkelsturm. Also, was versuchst du? Ich versuche uns erstmal so ranzukriegen, dass wir gleich jetzt überhaupt nah rankommen. Da will ich aber keine Geschwindigkeit vergeben, weil wir dafür Manövrierfähigkeit aufgeben. Ich will die Gegner so zwingen, dass sie versuchen müssen umzudrehen. Wie jetzt zum Beispiel. Damit wir sie da abfangen können. Haltet Abstand voneinander. Okay, jetzt Feuer auf Backbord. Ich will dir halt die Gelegenheit geben, Bermud zu entern. Dafür müssen wir ein bisschen da rankommen. Und die beste Option dafür ist, wenn die eng drehen müssen. Mir fällt gerade ein, das ist das erste Schiff. Bermo, mach dich am Mast bereit. Deine Chance ist jetzt da. Los, wir rammen. Ja, ist die fixen. Warte, ich glaube, die sind schon gesunken, oder? Die sind schon gesunken. Keine Sorge, alles gut. Ja, es wurde nur zurückgesetzt. Vorderes Segel hoch, schnell, da können wir nämlich den Loot auspacken, den die jetzt gleich kriegen. Es wurde nur zurückgesetzt, weil das Schiff durch uns gebackt ist. Also durch uns gesunken ist, deswegen wurde es zurückgesetzt, wir uns am bisschen machen. Ich drehe uns ein bisschen, denn da kommt gleich bestimmt irgendwie Loot hoch, so ein ganz kleines Stückchen, aber das können wir dann direkt absnacken. Soll ich schon mal runterspringen und nachgucken? Ja, wir haben gerade noch ein bisschen Zeit, denke ich. Und deswegen haben wir das Segel hochgenommen, damit du sofort wieder an Bord kannst, wenn es hart auf hart kommt. Meine Herren, wir bekommen 1 Seefahrertruhe und 1 Nackenhaare von Queen Elizabeth. Alles klar, es geht jetzt wieder los. Digga, wo kommt ihr denn auf einmal her? Warte. Schauen wir mal, wo die spawnen. Hey, nehmt mich mit! Ihr Wichser! Okay, die eine rammt uns gleich direkt, Bermo. Du kannst entern. Na, ich... Okay, die eine rammt uns doch nicht. Okay, sie sind... Oh mein Gott! Rammt uns doch! Wir sind gesandwiched! Ja, aber die schießen nicht doch so nah. Ich schon. Ja, wir schon. Ich komme mal mit dem Tee. Also ich habe das Wertvollste mal eingesammelt. Genau. Ja. Luf, wir haben ein Loch. Kümmere dich kurz mal drum. Oh, okay. Wenn du sofort den Tee abgelegt hast, sofort das vordere Segel runter. Hi. Ansonsten können die uns umdrehen und ein bisschen Ärger machen. Ich finde das hier so unübersichtlich in der Brigantine.
Liz? So, soll ich schon mal raufklettern oder? Warte, noch nicht. Wir müssen gerade erstmal schauen, welches der beiden Schiffe wir angreifen wollen. Gut, wir greifen das jetzt an, das uns gleich vor uns kommt. Ah, das, okay. So, wir rammen. Bermo, hol dein Fass. Ich würde sagen, ich gehe mal freundlich rüber. Okay, Luft, dann schießt ein paar Löcher rein unten. Es muss ein paar Löcher bei uns flicken. Hallo, Freund. Oh, ist leer, wie es aussieht. Hallo. Haben wir den Bug, dass die Skelettschiffe leer sind? Ich hab davon gehört, dass der Bug existieren würde, aber in dem Fall kurz mal ein Loch reinschießen. Nee. Warte. Und dann abwarten. Lass das Ding mal ein bisschen hier rum. Die blinken es. Ich sehe, Luffy, wir sind langsam genug daran vorbeizukommen, glaube ich, oder? Heißen, komm mal in Richtung des Schiffes. Wir sind unterwegs. Hey, Freunde! Versenkst du ein Schiff mit einem Schiff? Du badass Motherfucker hier. Hey, das andere ist auch unbesetzt, ne? Ja. Ja. Aber nicht versenken. Oh. Wir können den Loot rausklauen. Ja, weil auf dem habe ich jetzt einen garstigen Schädel, eins Kapitänstruhe und eins gedingst hier. Soll ja. Ich rüberkommen? Ja, komm mal mit rüber. Hui! Nein! Oh. Hast du die Leute erwischt, Bermo, oder? Nein, ich hab sie nicht erwischt. Nein! Okay, ja, passt, okay. Ich mach einfach kurz mal das Vordersegel ein bisschen auf Halbmast. Was gibt's denn hier? Das ist geil, sowas gefällt mir. Hast du denn dein Kopfschild? Du meinst, hier gibt's ein Gasding? Ja, wenn du unten im Mitteldeck schaust. Ah, okay. Das nenne ich doch einfach mal ganz kurz eins verdelltes Geld. Hier nehme ich noch ein paar Kanonenkugeln mit. Oh, feine Gewürze. Ja, das habe ich auch gesagt. Stimmt. Was ist wertvoller, Kopf, Schädel oder Gewürze? Gewürze sind das Wertvollste. Okay, dann nimmst du Gewürze erstmal. Denn ist das Schiff beginnt schon zu sinken. Ja, selbst wenn es sinkt, dann sammeln wir dann Fisch. Da können wir in aller Ruhe den ganzen Kram rausfischen, den die fallen lassen, wenn die gesunken sind. Ich hätte mich einfach nur auf dieses scheiß Schiff draufstellen müssen, da wäre ich mit hochgekommen. Ah! Komm! Nein, Bälle, tu das nicht! Komm! Deswegen schwimmen wir am besten unter Wasser. Okay, ich mach kurz unser Vorder. Ich komm nicht dran! Vordersegel ist hoch, Bälle, wo wir stehen jetzt. Bin da! Gut, so. Dann nächster Enterlauf auf das Schiff da vor uns. Oh nein, sie werden uns angreifen! Schnell! Was will man nur tun? Oh, ich meine, du frierst einfach mal ganz kurz mit so einem Drittel Segel bei uns. So. Ein Loch vernisst ihr das ganze Schiff. Ihr könnt euch von denen noch die Kanonenkugeln aus dem Mitteldeck klauen, wenn ihr schon da unterwegs seid. Hab ich schon. Luffy, hast du den anderen Schädel gefunden? Okay, das ist da jetzt untergegangen. Wir halten hier ganz kurz, dann kommt der ganze Kram einfach in die Oberfläche. So. Ach, die sind hinter das Segel hoch, Luffy. Ganz schnell. Nein! Der erfüllte Schädel ist, Ja, das kommt jetzt rauf. Das kommt jetzt einfach alles hoch und dann ist cool. Hey, Eisen! Hey, Bermo! Der war in der Kapitänskajüte. Ja, aber... Haben wir ein Loch? Nö. Oh mein Gott, das ist so anstrengend heute. Sollst du aufs nächste rüber? Müssen wir noch nicht. Wir warten mal, was hier rauskommt. Was gleich also in die Oberfläche ansteigt. Ich hab noch mal eine Seefahrertour. Aber wenn du möchtest, kannst du erstmal deine Taschen leer machen und von einem anderen ein paar Kanonenkugeln klauen und so ein Kram. Okay. Ich meine, wer weiß, vielleicht spawnt ihr irgendwann was tatsächlich was ernst meint. Soll ich hier nochmal im Wasser gucken? Da müsste noch ein hasserfüllter Schädel sein. Aber wer steuert das Schiff? Das Schiff steuert sich doch mal gerade selber. Okay, ich glaube, der Schädel scheint nicht mal mit raufgekommen. Der kommt gleich noch hoch, denke ich. Fuck. Ich würde es ja sehen, also. Nein, Schiff, komm zu mir! Ich hab dich verfehlt! Also? Die Seefahrertruhe ist aber aufgestiegen. Nein, die Seefahrertruhe hatte ich schon mitgenommen gehabt. Bis mir Luft dann erzählt hatte, dass der garstige, dass der Hasserfüllte ebenfalls da unten drin war, war ich schon wieder von Bord. Ah. Der war das Schiff auf dem Weg. Der war halt in der Kapitänskajüte. Hey, ja, Schiff! Bleib stehen! Ich schwimm hier gerade noch! Komm, wir schwimmen mal zum anderen Schiff.
Naja. Ich bin am Schwimmen, also. Hallo, wir können dich gleich möglicherweise auffangen. Oder wir bremsen. Es kommt auf mich zu! Wir bremsen das Schiff. So, wir bremsen jetzt kurz mal das Skelettschiff. Da könnt ihr beiden gleich mal kurz rübergehen und schon mal leer plündern. Im Wasser. Hey, ihr Wichser! Nein, Mist abdrehen! Ich bin so nah und doch so fern! Da kannst du vielleicht bei uns da drauf. Die andere Seite kommt mir nämlich jetzt entgegen. Ich kümmere mich einfach um irgendwelche willkürlichen Löcher, oder die wir vielleicht mal nicht kriegen. Okay, wir kriegen auch keine Löcher vom Rammen, weil wir nicht schnell genug rammen. Bruder, nein, du fährst an mir vorbei. Ich kann da wenig machen. Ich nehme kurz wieder ein bisschen Geschwindigkeit raus. Luft? Ja. Das hat das Schiff aber verpasst, okay. Das Schiff hat bis auf Kanonenkugeln. Ah, okay, das sind nochmal T. Ach, Meerjungfraumann, kannst du bitte kommen? Ja, Schiffbrüchigen-Tour, die können wir von mir aus liegen lassen. Ja, auch kein Mensch. Okay, dann tue ich mal ein Loch rein. Ja, warte, lass mich erst raus. Ich nehme den Tee nämlich noch mit. Weil der Tee ist gut, die Schiffbrüchigen-Tour. Ja. Ich habe nur ein Loch reingemacht, damit es schon langsam anfängt zu sinken, das Teil. Das fängt schon an zu sinken, ohne dass wir überhaupt irgendwas gemacht haben. Ach so, weil wir ein paar Mal gerammt haben, Bermo. Ja. Ich bin der Kapitän dieses Schiffs. Es wäre wirklich nett, wenn man die Teile selber steuern könnte. Na, kann man leider nicht. Leider nicht. Leider Gottes. Sammelt ihr mich wieder ein? Wir kommen dich gerade abholen. Okay. Es macht da noch ein Loch rein ins Schiff. Ja, jetzt darfst du Löcher ins Schiff reinmachen. Meine Knochen sind alle. Du hast sie halt abgegeben, um Kugeln zu klauen. Und ich glaube, jetzt steht's. Ah ne, es bewegt sich noch. Aber man sieht, wie es sinkt. Jetzt, das müsste ausgereicht haben. Naja, das steht. So, trotzdem bereit machen für die nächste Welle. Möglicherweise ist die nächste Welle nicht so gnädig. Nee, es ist alles bemannt. Es tippt darauf, dass es bemannt sein wird. Boah, das wäre jetzt so witzig, wenn da nichts von bemannt wäre. Das Tragische wäre natürlich, es gibt uns jetzt nicht die großartige. Okay, es würde uns ultimativen Loot geben, den wir erstmal abgeben könnten, bevor wir noch einen weiteren Anlauf unternehmen könnten. Es würde mich doch schon happy machen. Ja, ich würde auch sagen, dass wir den Loot dann sofort abgeben würden. Es ist mega schön, wenn man das einfach easy kriegt. Ja, das haben wir uns verdient. Nachdem das Spiel das letzte Mal so verarscht hat. Nee, ich weiß. Das Karma strike back. Die ganzen Sachen, die ganzen Schiffe sind unbemannt und dann kommt der Megalodon und schubst uns auf eine Insel. Genau. Nur, dass wir dann auf der Insel einfach stehen bleiben. Genau. Und dann fliegt unser Schiff einfach in den Orbit. Mit der ganzen Waren. Nee, das Schiff bleibt einfach da und wir können einfach nichts mehr machen. Scuttlen, Bermo. Scuttlen könnte man. Soll ich hier mal unten gucken? Ach, am Ende sind auf die Schiffe direkt drauf zu schwimmen, während die auftauchen. Backbord. Oh. Ja. Unbemannt. Okay, es geh rüber. Geh rüber. Ich geh auch. Freunde! Nein, warte auf mich, Schiff. Warte. Ja. Ich hab erstmal festgehalten. Was gibt's hier denn? Oh, hier ist ein Hasserfüllter. Eine Seefahrertruhe. Komm, wir schmeißen erstmal alles hier in die Mitte. Ja, Sekunde. Ich hab Tee gefunden. Aha. Ganz unten war nur ein bisschen Tee. Ich halte das einfach irgendwie in der Nähe von dem Schiff. Okay. Wo hast du die Seefahrertruhe gesehen? Die war im Mitteldeck. Beim Aufgang. Hast du die jetzt schon. Hä? Nee, die ist. Ja. Okay. Das war's, glaube ich, oder? Oder gibt's hier oben noch was? Nein. So. Guck mal, da hinten ist schon was. Habt ihr schon Unterdeck gecheckt? Ja. Ja? Ready for Pickup. Haben wir ein Loch? Ich glaube, wir haben ein Loch irgendwo. Geh mal gucken. Wir können ja hier ein bisschen. Tatsache, wir haben ein Loch am Bug. Aber es ist kein Dauereinstromloch gewesen. Wäre aber peinlich gewesen, an einem unbemannten Schiff zu sinken. Ja. Aber komm, wir sind ready for Pickup. Ja, ich pick euch gleich ab. Was? Ach, das ist die Stufe. Genau, damit, wenn das Schiff gleich steht, ich euch einfach abholen kann. Nimmt's Wasser? Was? Nimmt das Geldschiff gerade Wasser? Skucke? Nö. No. Du warst auch nur am Deck. Du warst aufs Oberdeck geschossen. Na, konnte ich nicht sehen. Du hättest mich doch fast getroffen. Ja, deswegen. Also fast alles richtig gemacht.
Alter! Du schielst doch! Oh, da ist eine Kiste im Wasser! Also, das ist die Seefahrertruhe, die von aufgestiegen ist. Hallo, 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 hallo Schiffbrüchentruhe, wie geht's dir? Fühlt sich wohl da unten? Okay, ich weiß. Jetzt kommt das zweite Schiff und bringt uns um. Wahrscheinlich. So, ich nehme mal ganz kurz die Segel raus. Wie werden es wahrscheinlich sein? Ich meine, warum sonst hätten wir das. Das heißt, beim Kapitänsschiff können wir einfach draufgehen und den ganzen Loot nehmen, ne? Ich glaube, der Loot steigt erst auf, wenn das Teil gesunken ist. Okay. Das war nett. Ich weiß nicht, ob der Unterdeck war. Ah, ich gucke mal schnell. Man kann ein bisschen die Zeit beschleunigen. Habt ihr schon die Kanonenkugel auf dem Schiff geklaut? Ja. Ja. Und das nimmt Wassereisen. Wunderbar, Wunderbärchen. Sind wir gerade in der Roten See oder? Ne, hier ist noch alles cool. Was? Ah, okay. Nee, ich hab mich... Eisen? Ja? Nicht bewegen, nicht bewegen. Hab ich nicht vor. Ich schau gerade, ob ich die Schiffe in die Truhe irgendwo sehen kann. Okay, dann komme ich auch angeschwommen. Weil das Schiff wird uns jetzt ständig umkreisen. Das heißt, wir können das wunderbar abfangen. Ja. Okay, das scheint mir... Ich hoffe, es ist jetzt keine dämliche Schaluppe oder andere Galeone oder anderes Schiff hier antanzt. Oh, ich würde mich nicht beschweren, wenn eine Schaluppe oder sowas auftauchen würde mit dem gleichen Segel, wie wir es haben. Und wir dann die Allianz aufnehmen könnten. Easy Loot ist besser. Du meinst Easy Loot besser als 20 Dublonen oder so? Oder 10? Ja. Okay. Fair enough. Gehst du den letzten Kopf holen? Naja,